So, liebe Leute, welcome back, euer Bergi wieder am Mikrofon, SV Darmstadt 98 im Let's Play. Ja, in den letzten Spiele wurden wir ja ordentlich durchgereicht, was die Tabellenposition angeht, aber ja, ist ja ganz klar, ne, ist ein bisschen dem legendären Schwierigkeitsgrade geschuldet. Heute gegen die in Gelb gekleideten Hoffenheimer zu Hause mit Vollgas, würde ich sagen. Oh, Lorin hat ein bisschen abgebaut, den hätte man vielleicht sogar auswechseln können, sehe ich gerade. Jetzt habe ich wieder schnell weitergemacht, ich hoffe, das fliegt mir nicht um die Ohren, so wie jetzt hier die Pille gegen die Mauer fliegt. Nein, alles klar, es ist ein schöner grüner Rasen. Ich denke mal, die Schneegeschichte haben wir jetzt endlich abgehakt. Es geht ja Richtung Frühling, oder wir sind ja eigentlich mitten im Frühling, Richtung Sommer, Richtung Saisonfinale. Eigentlich schade, ne, dass im Sommer eigentlich, wenn es eigentlich die schönste Zeit ist, grundsätzlich, dass es dann recht wenig Fußball zu bestaunen gibt, zumindest halt Fußball nur alle zwei Jahre, jeweils in der EM oder WM, ne? Eigentlich schade drum. Weiß nicht, ob ihr das auch so seht, dass man vielleicht so im Winter, ja, da könnte es von mir aus, die Winterpause könnte von mir aus ein bisschen länger gehen, dafür die Sommerpause ein bisschen kürzer. Aber man soll ja nicht das, man soll nicht an allem schrauben, ne? Manche Sachen sind ja ganz, ist ja ganz gut, dass manche Sachen noch so bleiben, wie sie sind. Wenn man sich vorstellt, wie viele Spiele da abgeräumt werden in der englischen Liga etc., ne? Das geht ja echt, das ist ja die ganze Zeit Hochbetrieb. So, schauen wir doch mal. Also, auf Legende heute gegen die, wie bereits gesagt, hier in Gelb gekleideten Hoffenheimer. Und schaue ich doch mal, ob wir da heute ein bisschen mehr auf die Kette kriegen. Schon mal gleich ein Kopfball, der landet selbstverständlich beim Gegner. Da muss der Strohengel mit rein und dann ist das hier keine Flanke oder Vorlage, sondern direkter Ball ins Aus. Gut gemacht von Strohengel, dass er da ein bisschen stört. Womit kriegt dann auch der Akteur der Hoffenheimer nicht so viel Kontrolle in dieser Aktion. Das ist ein kleiner Lupfer. Jetzt muss ich mich irgendwie durchsetzen hier mit Strohengel. Oh! Hätte sich auch fallen lassen können, ne? Aber wenn du halt so ein Kerl bist mit fast 2 Meter. Oder hat er sogar die 2 Meter? Ich weiß es gar nicht genau. Dann. Ja, sieht es einfach komisch aus, wenn du dich fallen lässt, ne? Wenn da einer dir so ein bisschen an deinen Stelzen rumpickert. So, wir gucken mal, dass wir vielleicht die Jungs mal ein bisschen Richtung Tor laufen lassen. Und dann bringt der Heller den Ball. Und da unten ist schon jemand, aber da kommt keiner ran. Das ist Baba, der läuft mal direkt unter dem Ball durch. Macht's nicht einfacher. So. Bring den Ball mal ein bisschen rüber hier auf den anderen Flügel. Das ist auch eine Flanke, das ist kein Abseits. Habe ich genau beobachtet. Aber wir kriegen keine zweite Ecke. Schade. So, jetzt erstmal Hoffenheim wieder im Ball bildet. Da müssen wir jetzt ein bisschen konzentrieren und gucken, dass wir den Ball irgendwie zurückerobern. Was jetzt nicht selbstverständlich ist. Das wisst ihr ja mittlerweile. Haben wir ja so einen soliden. Oh, ja. Da wird links und rechts bewegt. Das geht gerade so weiter. Muss ich ein bisschen variieren, was das Anlaufen angeht. Dass da mal vielleicht ein Fehler bei rausspringt beim Gegner, aber ich glaube. Hat er jetzt wirklich tatsächlich durch mich durchgeschossen? Die Flanke ging doch durch mich durch da oben, oder? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das verteidigen soll, ne? Eigentlich dachte ich, ich habe den Flankengeber so zugestellt, dass er nicht flanken könnte, aber irgendwie hat er den Ball doch an mir vorbeigedrückt. Gucken wir uns mal an, vielleicht sehen wir das ja nochmal. Da. Ja, irgendwie, ne? Ja, und dann natürlich in der Mitte ist dann Platz. Und da ist das 1-0, da springen sie alle vorbei. Keiner ist beim Schützen hier beim Pirmen Schwegler. Da steht es wieder 1-0. Schade eigentlich. Ja, ich dachte eigentlich, mit Baba hätte ich da oben den gut zugestellt. Sah auch meiner Meinung nach so aus. Wenn man dann ganz genau ins Detail geht, wahrscheinlich nicht, aber naja. Ist ärgerlich. So, Fehlpass in die Spitze. Somit erstmal wieder Chance oder Ballbesitz für Hoffenheim. Na, schön rübergespielt. Gibt kein Abseits. Doch, er pfeift doch. Ich wollte gerade sagen, die heben alle die Hände und brechen dann auch natürlich auch ihre Bewegung ab. Und wenn es dann kein Abseits ist, dann sieht es dann noch bescheuert aus, ne? Wenn man die Hand hebt, aufhört zu laufen, dann ist es doch kein Abseits. Das sieht dann richtig blöd aus. Soll es ja auch schon gegeben haben. So, jetzt ein bisschen hier auf dem Flügel hier. Na, Fuster, der braucht gar nicht essen den Ah, das war jetzt saudumm. Ah. Wollten eigentlich da in die Mitte drücken, aber so ein bisschen die Feinjustierung fehlt noch in den Bewegungen, in den Pässen.
in den Laufwegen insbesondere natürlich das Stellungsspiel. Und in der Verteidigung. Das haben wir gesehen beim 1:0. Er läuft schon wieder langsam gemütlich an da. Jetzt muss ich einen aus der... Ich will aber eigentlich keinen aus der Innenverteidigung rausholen, aber er bringt alles nichts. Kriegen den Ball trotzdem irgendwie durch. Das war gut. Und dann einmal zu weit vorgelegt. Und ist die Pille wieder weg. Fuster. Doppelpass hier mit Jungwirth. Noch einer der besten Spieler von uns mit einer 71. Sage und schreibe 71. Ja, da verliert er gegen zwei Mann. Kommt er da auch nicht durch, ne? Und mein Anlaufen bringt dann auch nicht so viel. Versuche ich es nochmal mit Baba, aber dann spielen sie noch gemütlicher da zwischen in den Räumen, da wo ein bisschen Platz ist. Jetzt ist er ins Ausgelaufen. Ja, Gott sei Dank mal ein kleiner Fehler bei der KI. Das kann man eigentlich auch an der Hand abzählen, dass da mal Fehler begangen werden. Jetzt habe ich den Ball mal behauptet. Na, Gott sei Dank. Schön. Und so war der Pass jetzt leider nicht gedacht. Aber das ist ständig so, dass hier die Pässe, die ich mir vorstelle, dass sie nicht so ankommen, wie ich mir das wünsche. Mal sind sie zu stark, dann sind sie zu schwach. Jetzt in dem Falle war er wieder zu schwach. Er hat ihn zwar gekriegt kurzzeitig, aber konnten nicht kontrollieren. Jetzt hat er ihn nochmal. Komm auch nicht rum, ohne abzuspielen. Ich schieße einfach mal, aber dann treffe ich auch bloß den Gegner. Dass wir überhaupt mal einen Schuss irgendwie abgefackelt haben, aber... Oh, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Wenn jetzt der Ball richtig kommt in den Lauf, dann wäre da eine Möglichkeit gewesen, muss ich schon wieder sagen, weil Chance ist schon wieder vertan. War eine gute Balleroberung. Jetzt spielen sie aber hier. Ne, jetzt habe ich ihn nochmal. Aber dann, ihr seht, sofort ist er da. Hellwach, die sind richtig spritzig. Dann die Gegner von Hoffenheim hier. Ja, aber es ist natürlich die Frage, ne? Jetzt läufst du dich wund hier oben. Du bist zu langsam. Der Gegner ist da, der Verteidiger ist schneller und dann hat er den Ball. Dann ist er weg. Und die nächste Chance vertan, leider. Schauen wir mal, dass wir vielleicht dann noch ein bisschen... Ja, man muss schon bald sagen, wir brauchen schon ein Glück, eine gehörige Portion Glück, dass der Gegner sich vielleicht offensiv verhält, sodass wir in die Konter kommen. Was gibt's jetzt? Ach, der war im Aus, der Ball. Ja, können wir uns auch sparen. Jetzt, erste Halbzeit ist schon wieder vorbei. Bringe jetzt einfach mal lang, in der Hoffnung, dass da vielleicht einer mal durchstartet, aber... Das war's schon wieder. Erste Halbzeit ist rum. Das Tor, ja, meines Erachtens haben wir uns eigentlich ganz gut postiert. Man muss natürlich da festmachen, wo das Tor entstanden ist. Es ist nicht entstanden dann im Abschluss, sondern eigentlich die Flanke, ne? Die hat es eigentlich ergeben und da war ich eigentlich der Meinung, dass ich ganz gut gestanden war. So, schauen wir mal, ob wir da vielleicht nochmal eine Lücke finden. Ne? Natürlich, man wird auch immer hektischer dann, ne? Desto weiter das Spiel voranschreitet. Und man halt immer noch hinten liegt, man wird auch dann hektischer. Ich versuche es ja wirklich auch mal offensiv, hier sehr offensiv, dass ich da irgendwie nochmal rankomme. Ist ja eh egal, wir liegen ja eh hinten. Viel kann ja nicht passieren, das war jetzt nicht so schlecht, jetzt bringe ich mal die Flanke einfach. Ja, zu kurz. Das ist nicht gefährlich. Nicht gefährlich genug, muss man sagen. Also, könnte gefährlich sein, aber nicht gefährlich genug jetzt hier für Hoffenheim. Da reicht's nicht. Da habe ich den Ball, jawohl, sehr gut. Klostermann, wenn es jetzt schnell geht und... Ach, diese Drehung. Bis er die fertig hat. Ist das Ding schon gelaufen. So, da kommen wir nochmal ran mit Baba. Jo, sehr gut. War mal eine gute Aktion, aber dann ist der Ball auch schon wieder weg. Und da hat er sich jetzt durchgeschlichen. Man will auch nicht zu... Jetzt hier sowieso. Und Elfmeter will ich jetzt auch keinen riskieren, weil da steht nur 1:0. Stande wollte ich gerade sagen, nur 1:0. Da laufen sie mich schon wieder von hinten an. Also Chris, da kommst du nicht vorbei. Ist der Hammer, wie schnell die da hinterhergehen. Das ist richtig hart, also
Du brauchst ja leider diese 2-3 Sekunden, wo du den Ball mal hältst, damit man einen Spieler in den freien Lauf gehen kann, weil sie es halt nicht automatisch machen. Oder beziehungsweise du musst sie halt schicken. Und wenn du diese Minuten nicht hast und die meine Mitspieler dann eben auch so blöd stehen, so jetzt. Das ist doch mal ein Konter. So stelle ich mir das vor. Wenn er jetzt noch ein bisschen anziehen würde. Ach, er kommt nicht rum, ne? Nee. Hoch wollte ich nicht spielen, weil das kennen wir schon, das Thema, wenn du hoch reinspielst in den Lauf, dass sie dann einfach den Ball zu weit vorlegen. Weil sie nicht die Ballkontrolle haben. Auch ein Rizzo leider nicht. Da müssen sich jetzt nochmal ein paar Lungs hier zusammenreißen. Es war eigentlich ein guter Konter. Hätte was werden können, bloß fehlt dann auch Strohengel, ne? Die Spritzigkeit. Das haben wir schon festgemacht. Dass ihm da einfach dieses der Antritt fehlt, um da mal da was draus zu machen, eben aus dieser Situation zum Beispiel. Und ich bin halt gezwungen abzuspielen, weil ich in die Laufduelle nicht gehen kann. Und Wüster hat auch schon wieder abgebrochen den Lauf, obwohl er da... Jawohl! Da ist es doch, 1-1. Ich habe gedacht eben, Mensch, warum bricht er denn den Lauf wieder ab? Aber er hat noch ein bisschen Dampf. Das ist ein kleiner Unterschied, ne? Er geht schon mal dahin, wo es weh tut. Das passt sehr gut gegen zwei, dass er sich da durchsetzt. Ein Wunder, muss man sagen. Und dann einfach mal aufs kurze Eck gezimmert. Also, ohne lang zu überlegen. Jong-Hyuk Wüster. Ja, wenigstens einer mal, der so ein bisschen hier... Jung wird es verletzt, das ist natürlich super ärgerlich. Das können wir jetzt... Steht aber nichts da. Also ist das nur eine Fehlanzeige. War hatte nur einen kleinen Krampf gehabt. So, nochmal Balleroberung. Sehr gut. Da kommt ja jetzt unsere Zeit hier in den letzten Minuten des Spiels. Was ist das ja unsere... Ah, jetzt aber, jetzt... Gib mal den Ball her. Sehr gut. Und er nimmt ihn nicht normal ab, ne? Sondern er muss ihn noch ins Austragen. Also ist unglaublich. Also... Pass ist kaum. Ich denke mal, jeder von euch, der so... Boah, an den Pfosten. Jeder, der von euch so ein bisschen, ja, vielleicht schon so seine ersten 20, 30, vielleicht sogar 100 Spielstunden runtergespult hat in FIFA 15, dem wird das hier auch im Gameplay auffallen. Natürlich immer schwierig, das zu beschreiben, ne, was man dann gerade eigentlich drückt und was dann bei rauskommt. Nochmal auf Goma vielleicht, aber... Ja. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen, ne. Super Balleroberung in der Vorwärtsbewegung des Gegners und dann... Wäre es eigentlich da, aber dann ist der Pass auch wieder zu kurz. Und eigentlich wie so eine Bogenlaterne. Der spult sich einfach oder der schaukelt sich dann nach oben, der Ball. Also. Sehr gut. Aber genau auf die Füße des Gegners. Und jetzt geht's los wahrscheinlich, ne? Jetzt geht das Tiki-Taka los hier. Als ob die es erfunden hätten, die Hoffenheimer. So gut machen die das. Da kommst du nicht ran. Zack. Ohne Worte. Leute. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer. Hier sehen wir es, ne? Zack, zack, zack. Dann kommt er irgendwie mit dem Kopfball noch dran. Will ihn wegdrücken, aber dann ist ja irgendwie noch einer da, ne? Der Eljon Nussi. So muss das. So läuft das. Wie gesagt, also ich habe das schon häufiger, glaube ich, auch erwähnt, dass ich mich da natürlich bei der KI überhaupt nicht ärgern. Ne? Also das ist für mich gar kein Ansatz. Bei menschlichen Gegnern kann man sich ärgern, aber bei der KI, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da ist da wird sich ja blöde ärgern, weil wir es ja auch schon mehr oder weniger festgestellt haben, dass sich das einfach so, es fühlt sich halt ziemlich viel mehr oder weniger, ich will nicht sagen, dass es unbedingt geskriptet ist, aber sie haben halt so Phasen im Spielverlauf, alle Mannschaften, wo du einfach merkst, Mensch, warum ziehen sie denn jetzt an? Oder warum wird das jetzt so unmöglich, da an den Ball zu kommen? Ich mach doch nichts anderes. Gibt es jetzt Freistoß noch? Mensch, ist doch gar nicht so schlechte Position hier nochmal für ein 2-2, so wie gegen Leverkusen, wa? Wer ist denn da bereit? Oh, Rizzo steht schon bereit. Aber dann spule ich das Ding mal rein, oder? Was meint ihr? Versuch's jetzt mal. Abgefällt. Scheiße. Schön wäre es ja gewesen.
Oh, da hinten kommt nochmal Baba. Baba! Der Keeper kann ihn nur abfausten. Schade. Schade. Wäre geil gewesen, noch hier Punkt mitzunehmen mal wieder. Ah, oh, jetzt hat er ihn drüber geworfen. Natürlich läuft man da so ein bisschen jetzt hier kreuz und quer. Aber wenn sie dann eben das Tiki-Taka anziehen. Hier. Kommst du halt nicht ran. Martinia nochmal, langer Ball. Und da haben wir Fuster. Der andere ist schon wieder kaputt. Der läuft schon gar nicht mehr mit, der Strohengel. Und dann kann er auch abpfeifen. Dann war es das auch, ne? Jo, so sieht's aus. Schade, beide Tore waren jetzt wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen. So zwischendrin hatten wir so eine kleine Phase. Da ging ein bisschen was. Chancen waren auch da, wenn wir noch ein bisschen schneller wären. Vorne ein bisschen spritziger. Strohengel ist halt einfach für mich ein Strafraumstürmer, ne? Den brauchst du den Ball dann nicht auf Höhe des Mittelkreises zuspielen, um dann zu erwarten, dass er da so einen Sprint mal hinlegt, wie ein Rizzo. Fast unmöglich. Gehen wir mal raus. Das war der 30. glaube ich. Ja, ich denke mal, wir werden uns irgendwo so am 10. Tabellenplatz wiederfinden. Irgendwann, jetzt sind wir 9. Ja, ich denke mal so Gladbach, Frankfurt, Hertha, die dürfen auch noch alle aufholen, ganz klar. Monatliches Scouting-Update, passt. Gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Gegen Frankfurt jetzt, naja, das ist eigentlich Tabellennachbar. Wenn wir da jetzt einen Punkt holen, wäre das schon nicht schlecht. Frankfurt, da unten sind sie, genau. Ich gucke mal ganz kurz die Mannschaft an. Sind alle fit, außer Luchin, den könnte man vielleicht mal wechseln. Wie gesagt, Jung wird unser bester Spieler mit einer 71. Ist dann auch ein bisschen wenig, ne? 67 hat der. Ja, der Zulu. Den können wir mal reinsetzen hier. Dann nehme ich den Gorka raus und passt. Passt. Läuft. Wir sehen es, sehen uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Da geht's weiter mit dem nächsten Spieltag. Ansonsten ist ja nicht so viel. Ich komme mal kurz in den Posteingang. Ich glaube, irgendwo war noch was hier oder was? E-Mails? Habt doch alle aufgemacht. Was hatten sie denn? Irgendwas war noch, aber gut, jetzt ist es weg. Die Anzeige. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.